Okay. Bevor wir jetzt weitermachen, hier gucken, ob wir was zum Ende identifizieren haben. Okay, die Maske ist leider zu schlecht. Das können wir dann zerstören. Widerstand gegen Kobold Silber. Würde aber krass aussehen. Egal. Was machen wir jetzt? Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Okay. Die Lupus-Schutz 1, reduzierter Schaden durch dunkle Straßenköter. Fangzähne 1, erhöhter Schaden durch chinesischen Kaukohl. Verbrennen 1, erhöhter Schaden mit Incendio. Ertauben 1, erhöhter Schaden mit einer Alraune. Schaden mit... Oh, das hört sich nice an. Kann ich aber leider nicht machen, also übernehmen wir das. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Dieb zeigen. Wo ist er da? Ich wollte fragen, wie man das Ambiente... Ah, das... Ich habe den Webstuhl benutzt, Dieb. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Dieb ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Funktioniert der Webstuhl bei allen Kleidungsstücken? Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Dieb nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Dieb weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Danke, Dieb. Danke für deine Hilfe, Dieb. Okay, das wäre dann abgeschlossen. Thank you.
Okay. Nehmen wir dieses Teil hier. Mich bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay, let's go. Hier ein Nickerchen kurz gemacht. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Shah. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Okay. Nice. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Hallo, eine tolle Stunde, oder? Ich mag Astronomie viel lieber als Zaubertränke. Und du? Natürlich brillieren wir Ravenclaws, aber in jedem Fach. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden?
Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Danke, Vinette. Ich kann dein Teleskop nicht nehmen. Nehmen wir mal. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Okay, wo ist das? Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Incendio! Revelio! Accio! Das wäre dann erledigt. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man nutzen. Ja. Okay. Die perfekte Nacht für... Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomiegenie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Char erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und ich soll dir dabei helfen? Das Teleskop hat also einen Haken. Ah, ich dachte mir schon, dass die Sache mit dem Teleskop einen Haken hat. Nein, nein, ich wollte dich sicher nicht bestechen oder nein, so. Nein, natürlich nicht. Aber bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als, na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Ja, klingt aufregend. Ich kann dich wohl begleiten. Na gut, ich komme mit. Aber ich hoffe, das ist es auch wert. Bestimmt. Vertrau mir, ich habe so gut wie alles darüber gelesen. Das wird einfach großartig. Wollen wir? Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Revelio. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Ja, mit den Pilzen. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Ja. Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Irgendwie unheilvoll. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Revelio. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Wenigstens was Sinnvolles. Amit?
Kann ich dich was fragen? Oh, natürlich. Wo ist dieser Altar? Wo genau ist dieser Altar, den wir suchen? Einer alten Astronomenchronik aus der Bibliothek zufolge könnte er irgendwo entlang der Schlossmauer sein. Warum faszinieren dich Sterne? Warum faszinieren dich die Sterne so? Wahrscheinlich, weil es so viel über sie zu lernen gibt. Ich meine, es gibt zu vielen Themen viel zu lernen, aber die Astronomie scheint grenzenlos zu sein. Ständig wird etwas Neues entdeckt. Es werden ständig neue Monde und Sterne entdeckt. Erst vor 50 Jahren wurde ein neuer Planet gefunden. Eigentlich habe ich keine Fragen mehr. Oh, also gut. Okay. Revelio. Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Incentio! Weg damit. Revelio. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Sterngucken geht es um Geduld und Präzision. Mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Ich freue mich drauf. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Korrekt. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Koboldogak. Es kommt vor allem auf die K-Laute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Okay. Unterrichtsstunde Astronomie. Revelio. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Wow. Wieder so weit weg, Alter.
Kommen Sie so schnell wie möglich zu mir. Mein Abstecher beim Ministerium war nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, Sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück, Professor Fick. Rebellion. Erstmal nach Hogsmeade. Nimm dies. Finde sie. Wir wissen nicht, welche Magie dafür verantwortlich ist. Beruhige dich. Ich sagte, beruhige dich. Adava Kedavra! Dein Vermächtnis beginnt jetzt. Hogwarts Legacy.